Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny Burnic. Willkommen zu Call of Duty Advanced Warfare Gameplay hier auf meinem Kanal. Wir spielen mit der Sniper, denn das ist ein komplettes Sniper-Gameplay, was ihr hier im Hintergrund seht. Ausnahmeweise mal nicht von mir spielt, weil ich nicht auf der Gamescom sein konnte, weil ich ziemlich viel zu tun hatte. Und das sah irgendwie gerade ziemlich witzig aus, wie man da gestorben ist. Naja. Auf jeden Fall Call of Duty Advanced Warfare Gameplay. Ich konnte nicht auf der Gamescom sein, deswegen habe ich von den Entwicklern etwas eingeschickt bekommen. War ich ganz froh drüber, dass ich dann Sniper-Gameplay bekommen habe, weil ich es auch ziemlich interessant finde, wie die Snipers hier so sind. Weil ich muss sagen, nach meinen Erfahrungen waren die Sniper eigentlich diejenigen, die mich am meisten frustriert haben in ganz COD. Also das war schon immer so, egal ob in MW2 oder keine Ahnung wo. Da waren ja nicht mal Noob-Tuber so schlimm. Das war immer nur Sniper, Sniper, Sniper. Oh mein Gott, wie konnte mich dieser scheiß Sniper nur killen? Das ist immer meine Meinung, weil ich vom Sniper gekillt werde. Und ja, meine ersten Erfahrungen zum Spiel. Und zwar kann ich zum ersten sagen, man kann sich keine Erfahrung eigentlich noch bilden, beziehungsweise man kann keine Erfahrung haben und normalerweise auch keine Meinung. Selbst wenn man das Spiel schon 2 Wochen gespielt hat, naja, das nicht. Ich sag mal so, ab dem Moment, ab dem man es mindestens 1 bis 2 Wochen gespielt hat, ab dann kann man sich eine eigene Meinung bilden, finde ich persönlich. Und das sind meine ersten Erfahrungen jetzt, die ich hier sehe. Und ich muss sagen, es sieht ziemlich fast-paced aus, also ziemlich schnell. Es geht ziemlich schnell um sich hier gerade, also ihr seht schon, kaum tötet man den einen, kommt von hinten schon der nächste, was Vor- und Nachteile hat. Und ich denke auch, für Leute, die nicht so starke Reaktionszeiten haben, die werden sich hier mit schwer tun, weil es einfach sehr, sehr viel Reaktionszeiten erfordert. So, wir spielen mit der Sniper und das Erste, was einem sofort an diesem Spiel auffällt, ist einfach, dass man ziemlich weit springen kann, beziehungsweise ziemlich hoch. Übrigens, das ist, ich glaube, eine Granate, die man da loswirft, da bin ich mir nicht genau sicher. Und hier versucht er, ja, er versucht noch ein paar No-Scopes und sowas zu machen. Also ein paar Trickshots und sowas soll er machen. Ist mir auch eigentlich ziemlich egal, sowas werde ich natürlich nicht tun. Wahrscheinlich nicht. Vielleicht ab und zu mal werde ich snipen. Sieht ganz witzig aus, muss ich sagen. Also auch ziemlich spaßig, aber ja. Ja, aber so Trickshotten denke ich nicht, dass ich tun werde. Das überlasse ich mal lieber Face oder Optik. Naja. Auf jeden Fall, ihr wisst ja, man kann springen. Und zwar funktioniert das so. Ich schätze mal, man kann normal springen. Also, ja genau. Und wenn man nochmal den Springbutton drückt, kann man nochmal springen und dann wesentlich höher. Dann hat man am Rücken so eine Art Jetpack wahrscheinlich. Und damit kann man dann hochfliegen. Und ja, wie gesagt, hier nochmal die Granate zum Einsatz. Und man wirft die Granate nicht mehr, sondern wie in der Zukunft. Man schießt sie anscheinend. Ich könnte mir vorstellen, dass es so eine Art Semtex auch sein könnte, dass sie am Gegner stuck bleibt. Ja, naja, wo bin ich stehen geblieben? Ja, genau, das Fliegen. Und zwar kann man fliegen. Und ich habe das Gefühl, dass man sich dann noch irgendwie zur Seite irgendwie noch so schieben kann, wenn ihr versteht, was ich meine. So nach rechts oder links schieben kann. Aber ich kann es euch nicht wirklich so hundertprozentig sagen, weil ich habe sie selber nicht gespielt. So, dann haben wir gerade hier noch eine Pistole rausgeholt, die ziemlich interessant ist, muss ich sagen, denn sie tötet mit einem Schuss. Allerdings muss man sehr präzise sein. Also man muss wirklich präzise sein, um mit dieser Pistole zu treffen. Sie tötet zwar mit einem Schuss, aber wenn man nicht trifft, dann ist man so gut wie tot. Und ja, Hitmarker gibt es anscheinend auch wieder. Und ich denke sogar, einen Moment mal bitte, man muss sagen, dieses Spiel ist in der Beta, okay? Also es ist noch nicht draußen, aber ich denke sogar, es hat sogar den Oberkörper getroffen und es gab trotzdem Hitmarker. Das finde ich dann schon wieder ein bisschen blöd, so. Das sollte es eigentlich nicht geben, so. Wenn man den oberen Teil des Körpers trifft, dann sollte er auch wirklich tot sein, finde ich persönlich. Und hier gibt es einen kurzen Lag des Gameplays, das ist nicht meine Schuld. Keine Ahnung wieso. Gut, lassen wir es dabei, es geht gleich wieder weiter. Ich weiß nicht wieso, sorry. So wurde das Gameplay eingesendet, kann mal zu Fehlern kommen oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich finde, das ist ein Fehler der Hitboxen. Also wenn man wirklich den Oberkörper oder den Kopf trifft, dann finde ich auch, dass es wirklich ein Kill sein sollte. Auch wenn ich, naja, so sehr ich die Sniper auch nicht mag, mir wünschte, dass sie immer nur Hitmarke machen würden. Aber das würde ja dann wieder unfair sein. Und da frage ich mich gleich, wann es wieder weitergeht. Ja, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, es sieht ziemlich neu aus und auch relativ, ja sagen wir mal, Halo-mäßig, muss ich sagen, so ein bisschen. Also, wenn auf dem ersten Moment sieht es so ein bisschen so aus, als würde man irgendwie hier einen 15. Halo-Teil spielen oder sowas. Oder auch einen Titanfall-Teil, keine Ahnung. Aber ich denke, von dem, was ich bis jetzt gehört habe, ah, jetzt geht's auch weiter. Ja, sorry für den kurzen Lag, aber ich denke, ja, zu Fehlern kommt es halt nun mal und so wurde mir das eingeschickt, deswegen, ich kann das leider nicht ändern. Naja, auf jeden Fall,
Ich habe gehört, dass so sehr es auch nach Halo oder nach Titanfall aussehen soll, es wirklich komplett anders sein soll und sich auch komplett anders spielen soll. Und ich bin mir auch sicher, dass es... Wow, nice, Mann. Also das war wirklich hier, was die Pistole für Mächte hat eigentlich. Es ist wirklich schon ein bisschen stark, muss ich sagen, aber naja, gut. Es sieht wirklich so aus, aber ich habe gehört, es soll nicht so sein. Es ist ein ganz neues COD und wer dafür offen ist, der wird auf jeden Fall nicht enttäuscht sein anscheinend. Ich finde es auch wirklich wichtig, für solche Sachen offen zu sein, weil, wenn wir mal ehrlich sind, das Problem ist einfach, dass alle sich immer beschweren, ja, COD ist jedes Jahr dasselbe und das schon seit Jahren. Und ich denke, Sledgehammer Games, das sind ja die diesjährigen Entwickler von Call of Duty, die haben sich natürlich auch Gedanken gemacht und ich bin mir sicher, dass sie mittlerweile auch auf die Wünsche der Community eingehen, denn, ja, wie gesagt, viele beschweren sich immer wieder dasselbe und so weiter und so fort, aber im Großen und Ganzen ist Call of Duty Call of Duty, habe ich mir auch immer gesagt, und es wird für immer dasselbe bleiben, aber nein, anscheinend haben die jetzt hier eine Änderung gemacht. Natürlich, es wird jetzt nicht hier ein Third-Person-Spiel, wo man die ganze Person sieht, es bleibt Ego-Shooter natürlich und es bleibt im Großen und Ganzen irgendwie Call of Duty. Mit den Killstreaks und sowas und so weiter und so fort, ist ja alles Call of Duty, aber im Großen und Ganzen hat es sich schon irgendwie verändert, weil dieses ganze Rumgespringe, dieses ganze Zukunftsgedöns, ich glaube sogar, das ist das erste COD in der fernen Zukunft, naja, was heißt fernen Zukunft, es spielt ja ungefähr in 2052 und, ja, ich muss sagen, ich bin sehr, sehr offen dafür, sehr offen. Aber ich will euch noch gar nicht sagen, ob es jetzt perfekt ist, ob es jetzt super ist, ob es jetzt toll ist. Weil ganz ehrlich, Leute, ich werde nur enttäuscht, wenn ich das immer wieder sage. Deswegen, ich will es wirklich mal selber spielen und dann kann ich euch meine Meinung sagen. Und ich werde natürlich auch noch einen Road to Commander hier auf diesem Kanal machen. Deswegen vergesst auf keinen Fall, meinen Kanal, ja, zu abonnieren, damit ihr immer auf dem neuesten Stand bleibt. Und, ja, das Video zu bewerten, wenn ihr auch einen Road to Commander sehen wollt. Denn ich werde dann jedes einzelne Gameplay aufnehmen. Ich muss sagen, es ist echt sehr aufregend, weil jedes Jahr, wenn neues Call of Duty rauskommt, bin ich einfach immer aufgeregt und ja, ich muss sagen, es ist wirklich immer was Neues und jedes Jahr aufs Neue, es ist wirklich heftig. Übrigens, mein erstes Gameplay wird natürlich wieder ein Fly for alle Gameplay sein, das ist bei mir so Tradition und ja, das war's auch mit dem Gameplay, so, ja, vielen Dank fürs zu Ende schauen. Und lasst mich mal mit einem Daumen nach oben wissen, wie ihr das Spiel findet und mit einem Kommentar, diskutiert mal ruhig in den Kommentaren, ich werde mir alles durchlesen, wie ihr das Spiel findet und so weiter und so fort. Und ja, bye bye!